Jetzt haben wir noch ganz viel satter Hugo. Okay, wir müssen in die Zone, let's go. Let's go to the beach. Beach, that's the other way. Say what they gonna say. Alter, krass. Ja, und unten. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ich bin so hype. Ihr wisst, ich mache die ganzen Reisen nicht alleine. Ich habe natürlich besondere Gäste am Start. Hallo. Das Schöne war ja auch noch was. Ich bin reich und ich scheiße auf alles. We say no to alcohol. No f***ing alcohol. Willkommen bei einer neuen Folge Love Island, Leute. Ich frag mich auch, also was machen die denn da? Was war das denn? Ich hab das mit dem Stream alles nicht mitbekommen. Was ist denn das? Ich frag mich auch, also ja. Nichts gegen Trunks, aber ja. wenn der Typ kein Streamer wäre, er wird es dann so nicht auf die Reihe bekommen. Das ist der Richtige. Oh, ich finde schon, dass du gut organisiert bist. So, du ziehst deinen Sport morgens durch, ich bewundere das. Was soll das denn? Der Chat ist auch so geil. Hose hoch. Nein, war das viel geiler. Boah, wie lange war das? Was macht der denn da? Was für eine Scheiße? Wenn du nächstes Mal international bist, ne? Dann machst du den. Are you from Tennessee? Because you're the only 10 I see. Okay, dann lieber einfach gar nichts sagen. Was ist der? Allein ins Bett gehen. Das ist der Icebreaker, Maisbreaker, sag ich. Breaker, Digga. Wann wird der endlich gecancelt? Dickes W von Revi. Wir können auch nachher noch zu Marci gehen. Marci, was ist das? Mal Stippi in deinen Mund. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Vorhin immer, wenn er irgendwelche komischen Namen sagt, weiß man doch schon. Das macht doch Schiff jetzt schon seit 3 Jahren. Leck schon wieder hops genommen. Ja, was heißt denn das jetzt? Klär mich auf. Ja, das ist ja der Witz. Dass du zum Beispiel kennst du Oleg? Nee, wer ist Oleg? Oh, leck doch meine Eier. Heute werde ich das Boot steuern und den Kapitän feuern. Bei mir kommen manchmal Leute ins Stream, nur um mich zu beleidigen. Eier. Okay, das war Zeichen genug. Dankeschön. Der Mann sitzt da in seiner Cam und lacht uns gerade bodenlos aus. Ich kann erst jemanden klippen und ich will daraus einen 7TV-Emote haben. Oh, Maschallah, Digga. Oh. Das ist der Strobel in New York. Ja, schon, das habe ich gefilmt. Das war ich. Das habe ich absichtlich gefilmt, weil das so witzig aussah. Ich habe das gesehen von der Seite und der macht ja immer so Dauerwelle und so nach vorne. Ist eine smarte Taktik. Ist eine sehr smarte Taktik. Ich habe sogar ernsthaft drüber auch schon mal wirklich drüber nachgedacht, das auch zu machen. Scheiß auf Haartransplantation. Einfach Haare von hinten nach vorne wachsen lassen und dann so Dauerwelle locken. Problem ist, das machen 6 aus 6 Elevator Boys. Und deswegen bin ich da dann doch raus. Das passt halt übertrieben nicht doll, also gar nicht zu mir. Das geht nicht. Das ist so eine richtig so wannabe Fuckboy TikTok Andy Frisur momentan. Also es sieht gut aus, keine Frage, aber dafür muss man auch so der Typ sein. Und Chef Strobel ist es. Fahrradfahren ist schon lustig. Das denke ich, warum ich meine Haare nicht so nach hinten mache, Chad. Er hat erstens Geheimratsecken, wie ich ja auch, aber er hat auch insgesamt eine große Stirn. Also da ist schon, deswegen, er macht das, seine Frisur ist super smart. Seine Frisur ist super smart. Aber deswegen, Lifehack an die Leute, die noch ein bisschen... Kuba hat die gleiche Frisur auch. Guck mal, wie clean die Frisur aussieht. Macht das auch? Nee. Oder? Oh, das wäre bei mir so kacke, dass das vielleicht wieder was sein könnte, ne? Aber dann würden zu viele denken, ich mache die Frisur auf Ernst. Das passt so unglaublich doll nicht zu mir. Das könnte sogar beschissener aussehen als Glatze. Aber das wäre wieder vielleicht auch witzig. Ein bisschen Haare haben, macht euch eine kleine Dauerwelle und macht die nach vorne ins Gesicht oder in die Stirn. Dann müsst ihr gar nicht in die Türkei. Was machen Chef Strobel und Klänger? Die sahen vor 5 Jahren beide komplett unterschiedlich aus. Jetzt machen sich beide den Bart, kaufen sich beide die gleiche Brille und gehen zum Friseur und machen sich Dauerlocken rein für ein paar Wellen. Ich sehe einfach Strobel, wie der einfach dieses Mikro in der Hand hat und parallel einfach mit Frauen schüttelt. Ah, wir machen jetzt hier Party. Die waren ja die ganze Zeit besoffen. Was war da denn los? Und Strobel sitzt hinten mit dem Mikrofon. Dreimal dürft ihr raten, was er macht. Er chillt am Handy. Finde ich gut, dass das direkt anderen Leuten auffällt. Ja, für Instagram. I will text you, okay? Instagram. Okay. Ciao. Oh, und den einzigen Lederhut im Shop, den sie hatten, war eine f***ing Fliegermütze. Damit siehst du zwar aus wie ein Loser, siehst ja aus wie Renegade Raider. Denn auch hier haben wir Leder, weil ich einen XXL-Schädel habe, wäre das ein riesen Wasserbehälter. Indianer Jones auf Wish. Was ist das gemacht? Auf Wish. Nee, sorry, ey, das ist ja, so overused. Ja, ich weiß.
So doll mein Cutter geflamed. Aber ich kann es auch nicht mehr. Ist immer alles voll auf TikTok, Instagram, YouTube, immer ist irgendwas auf Wish. Und dann nutzt er das einfach. Der Arme, hat er voll abbekommen. Hat er voll abbekommen. Seit einem Jahr ist dieses auf Wish bestellt, overused aus der Hölle. Da musst du auch mal zurückgeschossen werden. Ja, ist ein echt Lederhut. Ja, ist ein bisschen Schande über mein Haupt. Aber ich werde den noch einwichsen, so heißt das. Es heißt so. Ich schwöre, es heißt so. Du willst ihn nicht einwichsen. Ich werde diesen Hut einwichsen. Lass mal, sage ich ab. Und wenn der eingewichst ist, ist der wasserfest. Ich glaube, Max wird ausschließlich in seiner Seven Wars Wild Flasche nur Geldscheine mitnehmen und einfach hoffen, dass er irgendjemand zum Handeln findet. So Minecraft-mäßig. So, ich gebe dir 300 Euro und du stellst mir ein Zelt hier hin. Wir haben gestern noch bis 5 Uhr morgens, also heute eigentlich noch, die Flasche gepackt und versucht, mit unseren Frauen das Ding das Beste rauszuholen. Hier ist eine voll bepackte Flasche. Bis oben hin. Das ist unsere Flasche aktueller Stand. Eine Sache kann ich euch zeigen. Pay to win. Also jetzt kein Witz. Das kann ich eigentlich sagen, oder? Also, wenn man da wirklich gestrandet wäre und hätte kein Notfallteam, bist du ohne Geld ja gefickt eigentlich. Wisst ihr, was ich meine? Also selbst wenn du irgendwie, also ohne Geld kannst du ja nichts machen. Nehmen wir wirklich an, du strandest dort oder so und willst zurück in die Zivilisation kommen. Es ist ja ohne Geld echt scheiße. Arbeiten? Digga! Was soll das? Ich warte doch nicht irgendwie, keine Ahnung, 12 Tage oder so, bis da ein Fischerboot vorbeikommt. Dann mache ich SOS-Signal raus und dann arbeite ich erstmal eine Woche bei dem auf dem Schiff, damit er mir Geld gibt, damit er mich dann zum Flughafen fährt, damit ich ihn bezahlen kann. Was für eine Scheiße. Einfach arbeiten. Es ist ein Bild von den Mädels mit. Ihr kennt das aus irgendwelchen Survival-Filmen. Ein Foto, wenn du aufgeben willst, du guckst drauf und ey, ich halte das jetzt noch durch für dich. Ich mache ein Foto von meinem Clash of Clans Dorf. Oder von einer richtig geilen großen Kaktusfarm. Das ist echt geil. Ohne Witz, ihr lacht jetzt, aber ich finde das wirklich ein tolles Foto. Ja, Romatra nimmt ein Bild von Frank Rosin mit. Ich habe es tatsächlich in die Insta-Story von Rosin geschafft. It's a beautiful day. Das ist so geil, ja. Nimm ein Foto von Chef Spruhl mit, dann willst du nicht zurück. Hallo. Die wichtigsten Sachen. Trinken. Ey, Frank Rosin macht das echt smart. Ich weiß nicht, ob er das ist oder sein Team. Die sind ja wie gerade an der neuen Staffel dran, an Rosins Restaurant. Und die verlinken uns jedes Mal, wenn sie irgendwie eine Folge aufnehmen oder gerade was produzieren oder irgendwas, verlinken sie Papa Platte, Morten Royal, Rumatra, mich und so. Jedes Mal. Ich bin jetzt in jeder Frank-Rosin-Story drin. Monte auch? Essen, rauchen. Das sind die wichtigsten. Damit überlebst du. Was ist denn er hier? Ich denke, wir sollten ablöschen. Nee, jetzt macht ihr das Survival-Martin-Ansage-Video. Halte ihn aber für unfähig, bin ich ehrlich. Also das, was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, als er draußen in der Natur war, wie er sich da die Pfote verbrannt hat. Ja, Alter, das ist überheiß. Papa Platte hat für mich keine Blickigkeit. Wie Lieferando-Nuss, ich finde es ein bisschen besser. Da sehe ich eine Schwachstelle, und zwar Rumatra. Der ist zwar fit im Kopf, der ist hyperintelligent. Hä, wie geil, ich habe das Video noch gar nicht gesehen. Wenn ich mitgekriegt habe. Ja, das brennt. Ich verbrenne mich die ganze Zeit. Wieso ist das so heiß, obwohl das so wenig Feuer aussieht, Alter? Stell dir vor, Sascha, so stehen wir dann da. Wir sind auch wie du. Wir werden nach einer Woche auch stinken. So ist es dann, Sascha. So kämpft er dann mit uns. Wenn ich einen Bär höre, dass der gerade Rumatra angreift, sage ich, Alter, Rumatra, halt durch. Hol die Kamera, wechsel die Akkus, pack das richtige Objektiv rauf, mach eine Probeaufnahme, ob der Sound geht, formatiere nochmal die Festplatte und dann film ich. Und dann versuche ich, Rumatra zu helfen. Die Aufnahme ist das Wichtigste. Es sterben mehr Leute bei Autounfällen oder durchs Rauchen. Das ist doch so ein Dummer. Dieser Funfact ist ja wirklich so unwitzig. Natürlich sterben mehr Leute bei Autounfällen und durchs Rauchen. What the f***? Es sterben mehr Leute durch Alkohol als durch Haie. Hä? Der wird gebannt. Also das ist ja wirklich... Werde ich schon wieder aggressiv, wie man, so, also wirklich, wie man sowas Dummes schreiben kann. Wie man sowas Dummes schreiben kann irgendwie. Oh Gott. Wenn ich jetzt... Das ist vor 3 Wochen passiert, aber ich werde jetzt nochmal aggressiv, weil das so dumm ist. Das ist so dumm. So dumm. Fun Fact hat er davor geschrieben. Alter, ist das dumm. Ist das krass. Alter. Ey, Mods, findet nochmal raus, wer das war. Entband den und band den nochmal, weil ich da... Ey, was macht mich so aggressiv. Fun Fact. Hier hat jemand gerade Ferien und er langweilt sich in den Ferien. Und Sohn, du Bastard. Keiner mag dich. Du bist fett. Wo drückt der Schuh? Jetzt kommt wieder... Oh, mein Bruder war am Handy. Sorry. Oh, was haben wir denn hier? Klenia schreibt, hallo Trimax, ich liebe dich. Du bist mein Idol. Timeout bekommen, weil du alles in Caps Lock geschrieben hast. Danke, aber versuch, auf Groß- und Kleinschreibung zu achten. Knaps kenne ich auch nicht. Versteht das nicht als Disrespekt, aber ihr seht ja auch selber, es gibt so viele Streamer, ich kann halt nicht alle kennen. Ich versuche mit Trampen so weit in den Süden zu kommen wie möglich. Können Sie mir dabei helfen vielleicht? Wohin denn? Einfach in den Süden, wo fahren Sie hin? Ich komme gerne mit nach München, wenn es geht. Oh, willkommen, 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 Sonnenschein.
Jawohl. Fische. Braune, klare Kartonpappe. Ja, genau das habe ich gesucht. Ab in den Süden. Die Sonne hinterher. Nehmt ihr mich mit? Ja. So, was war das denn, Alter? Er hat mich getrollt, glaube ich. Wo fahre ich denn hier gerade lang, Alter? Es ist ja, was ist das hier für ein Gebiet? Das ist auf jeden Fall kein chilliges Fahrradgebiet. Ich muss ja aus diesem Gebiet raus. Ich darf hier auf keinen Fall ins Wasser fallen. Oh mein Gott, komm, ich fahr mal hier außen lang. Oh mein Gott, ich wollte schon sagen, über so ein Kabel fahren, das nicht fest ist. So ganz seitlich über so ein Kabel, das triggert mich geisteskrank schon. Außen lang. Oh, oh, ist das schrecklich. Alter, ich hab mich schon drin gesehen. Wow. Ich fange in 7 Stunden meine Ausbildung an. Gut gemeinter Rat. Brech ab, lass dir ein paar Tats im Gesicht stechen. Auch mal im... Heißt es nicht brich ab? Mit Darth Vader Maske bei dir oben im Dachboden. Darth Vader sagt. Wie findet ihr die neue Cap? I am your father. I am your father. Das ist so bodenlos, das Foto, Digga. Einfach auch mal ein paar Videos drehen für die aktiven Facebook-Spritzer. Speziellen Gruß wie immer an die Facebook-Spritzer. Und dann geh rein. Oh, ich hab auch ganz toll Sascha und Flo vermisst. Schau dir das mal an, das ist ja was. Die hatten eine Folge aufgenommen, als ich nicht da war, und hatten Felix, Tomatolix als Gast. Hab ich mir angehört. Ich glaube, morgen ist direkt eine Aufnahme. Toll. Und ich darf nichts erzählen, was ich 3 Wochen gemacht habe. Die ist sehr nice, die Folge. Ja, ist eine sehr gute Folge. Hört euch gerne an. Offline und ehrlich auf Spotify. Nur auf Spotify. Du hast die Folge heute trotzdem gewonnen, sehr gut. Ein ins Call of Duty Gameplay. Moin, moin, meine Call of Duty-Freunde. Ja. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Oh, oh nein! Allotrix ist hier und so. Ja, Bruder. Ich schwör's dir. Marcel, seine Facebook-Seite war vor Jahren auch für meine Videos essentiell. Moin. Ah, Digga! So ein Pisser, Mann. Für mich ein Monster Energy. Energy. Ja. Ich meine auch das erste Mal Zug, oder? Nein. Geiler Monster Energy Truck ist hier am Start bei uns in Buxude. Monster, lächeln in die Cam, lächeln in die Cam, Monster. I got all your love, all your tears. Digga, seht ihr. Bro, das Bild muss ich bei Twitter posten. Ach, Bruder, warum denn? Digga, on God. Die ist on God, ne? Wenn ich das so einmal von irgendjemandem höre, Digga, ich werde skippen. Wer ist er denn? Seid mir ehrlich, Chat, ich hatte ein echt mieses Glowdown, oder? Also, wenn ich den besten Glow-Up auf Twitch Deutschland rausschallern müsse und mich nicht selber wählen dürfte. Rebi hat sich optisch schon sehr zu einem Leckerbissen entwickelt, finde ich. Mach deine eigenen Regeln. Change. Wie geil, ey. Das ist so geil, dass die alle schon so lange dabei sind, ne? Ich bin so 7 Jahre dabei, aber die meisten da sind ja jetzt ja schon 11, 12, 13 Jahre dabei. Die haben ja auch alle angefangen, wo sie 15 oder so waren. Ich habe ja erst mit 20 oder so begonnen, ne? Da gibt's echt noch, das Internet vergisst nicht. Geiles Video, zack.